ihr im Titel schon erfahren habt, habe ich einen neuen Kleidungssponsor, besser gesagt meinen ersten richtigen Kleidungssponsor. Ich hatte vorher kleine Kooperationen, aber jetzt das Ganze ist richtig fest. Ich habe da richtig Bock drauf, ich habe das Paket bekommen und werde es jetzt zum ersten Mal gemeinsam mit euch alles anprobieren, anschauen. Der Sponsor lautet Never Quit. Bevor ich jetzt die ganze Sache mit euch anprobiere, möchte ich euch noch eine kleine Sequenz von Never Quit einblenden. Was Never Quit bedeutet, was Never Quit vermitteln möchte. Ich denke mal, im Namen erfährt man da schon sehr viel. Das blende ich euch genau jetzt mal ein. Es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon, und wahrscheinlich der wichtigste, ist aufzuhören, Ausreden zu suchen. Oft werde ich gefragt, Marc, wofür steht Never Quit eigentlich? Und Leute, es ist eine so große, schwierige Frage, die ich nicht zu 100% beantworten kann. Denn Never Quit ist der Prozess des Lebens. Für mich kam Never Quit in mein Leben, da brauchte ich einen Anker, einen Rettungsring und mir war scheißegal, wie der aussieht. Dass daraus Never Quit entstanden ist, ein Lebensmotto, was niemals aufgeben, in Einzelbetrachtung niemals und aufgeben, eigentlich eine sehr, sehr negative Bedeutung der beiden einzelnen Wörter hat. Aber in Kombination beider Wörter einen so wahnsinnig mächtigen Input auf mich gehabt hat. Und ich hoffe und weiß, er kann es auch in dir erwirken. Denn Never Quit steht nicht nur dafür, dass du dich aus dem Schlamassel herausarbeitest. Never Quit steht dafür, dass du das Leben bestreitest, dass du das Leben vor allen Dingen gestalten kannst. Du musst nicht immer auf alles reagieren. Nein, du kannst agieren. Du kannst bestimmen, was du im Leben möchtest. Es geht mir nicht darum, dass du im Beruf besonders erfolgreich sein musst. Du musst kein Wall Street Banker sein. Du musst kein Jurist sein. Du kannst auch einfach nur ein glückliches Leben haben. Ich kenne viele Menschen, die sagen, ey, ich habe den Winter über gearbeitet oder den Sommer über gearbeitet. Ich fahre im Winter wieder dahin, wo Wellen sind, wo ich surfen kann, mit Familie. Wenn mir jemand sagt, ey, mit Familie ist das nicht möglich, das ist absoluter Unsinn. So, da bin ich wieder und werde jetzt live mit euch die Sachen testen, Freunde. Auf jeden Fall schon mal richtig krass. Viele Cappies. Ich bin eigentlich nicht so der Cappy-Träger, aber vielleicht werde ich ja jetzt öfters mal eine aufsetzen. Wir schauen uns die mal an, Leute. Also eine Standard-Cappy. Ich weiß gar nicht, ob mir sowas steht. Schreibt mal in die Kommentare. Ich weiß immer nicht, ob ich die so tragen soll. Oder so rum. Oder wie so ein richtiger Gangster so. Da muss ich wenn größer. Oh yeah, das sieht doch nice aus. Okay, also eine ganz normal mit Never Quit. Die gleiche habe ich nochmal bekommen. Dann das Ganze noch in Rot. Auch nicht schlecht. Boah, das könnte ich mir sogar vorstellen, das öfters zu tragen. Was meint ihr? Dann noch eine mit roter Schrift. Auch nicht schlecht, muss ich sagen. Voll viele Kappen, ey. Krass. Hier steht, glaube ich, Motivated drauf. Das sieht man jetzt, glaube ich, gerade gar nicht. Puh. Motivated. Und hier nochmal. Ah, nochmal zwei. Ah, einmal Motivated mit, ups, mit gelber Schrift. Und Motivated mit roter Schrift. Hey, coole Kappen, gefallen mir richtig gut. Da werde ich bestimmt jetzt ab und zu mal eine aufziehen. Gefällt mir. Oh, da ist noch eine. Achso, noch eine mit weißer Schrift mit Never Quit vorne drauf. Hey, krass, wie viele Kappen sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kappen. Läuft. Dann machen wir jetzt mit der Kleidung weiter, Leute. Einmal ein T-Shirt mit NQ vorne drauf. Das probiere ich schon mal an, dann zeige ich es euch. Fühlt sich echt gut an, die Qualität. Haben auch ihren Preis auf jeden Fall, die T-Shirts. Aber das Coole ist, ich habe einen 15% Rabattcode für euch. Also ihr könnt 15% sparen, das ist schon viel. Der Code lautet 57 auf jeden Fall, sage ich jetzt schon mal. Das gleiche nochmal mit weißer Schrift. Hammer. Alter, der Pullover ist ja mal richtig geil.
Heftig. Hammer. Der gefällt mir mega gut. Den kann man auch nice im Training anziehen. Super. Super ist der. Gefällt mir auch gut. Coole Sachen. Spannt richtig gut, aber fühlt sich nice an. Die sitzen richtig, richtig gut. Was sagt ihr dazu? Was findet ihr besser? Die zwei weißen oder die zwei schwarzen T-Shirts? Aber die zwei schwarzen sind schon echt brutal. Hammer. Ein paar Bänder habe ich noch gekriegt. Mit Never Quit drauf. Und einem kleinen Spruch. Because quitting is not an option. Da ziehe ich doch mal direkt das Schwarze an. Das gefällt mir. Cool. So, und dann habe ich noch zwei Turnbeutel gekriegt. Einmal so, einmal so. I like that. Ich freue mich echt auf eine geile Zusammenarbeit. Freunde, und wenn ihr mich unterstützen wollt, Never Quit unterstützen wollt, auch die Philosophie leben wollt, dann schaut auf jeden Fall mal im Shop vorbei. Mit Simon 15 könnt ihr krasse 15% sparen. Das ist eigentlich echt selten, dass man so viel sparen kann. Ich packe euch den Link auf jeden Fall in die Beschreibung. Und ja, auf eine geile Zeit, Freunde. Danke fürs Einschalten. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, einen schönen Tag. Oder wann auch immer ihr das Video gerade schaut. Haut rein, Freunde. Peace. Schon klar. Looking, man, I really get to clicking, but I'm looking for